Herzlich willkommen zu einem Hörbeitrag der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, einer gemeinsamen Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW. Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Charlotte Boos. Ich begrüße Sie wieder mal sehr herzlich zu einer weiteren Folge der Hörbeiträge vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Sie sind wieder dabei, das freut uns sehr. In diesem Beitrag widmen wir uns dem Thema Demenz. Aber bevor wir dazu kommen, erst noch etwas anderes. Pauline Volk, Sie haben sie schon in der Folge 4 gehört, stellt sich jetzt bei Ihnen vor. Sie ist neue Mitarbeiterin im Regionalbüro Südwestfalen und auch schon eine Weile dabei. Pauline, du hast das Wort und wir sind ganz gespannt, was du vor deiner Tätigkeit im Regionalbüro schon alles so gemacht hast. Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, mein Name ist Pauline Volk. Ich bin 27 Jahre alt und seit dem 1.3. neue Projektmitarbeiterin des Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe letztes Jahr meinen Bachelorabschluss im Studienfach Soziale Arbeit an der Universität Siegen absolviert. Zu meinen Aufgabenschwerpunkten im Regionalbüro zählen der Arbeitsbereich A mit der AnfÜVO, Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB 11 im Kreis Siegen-Wittgenstein, der Arbeitsbereich B mit der Pflegeberatung und der Arbeitsbereich C im Themenkomplex Demenz in den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und dem Hochsauerlandkreis. Vielen Dank, Pauline. Wir wünschen dir für die Arbeit im Regionalbüro viel Erfolg und viel Spaß. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema dieses Beitrags: Demenz. Für Betroffene in der Regel eine schockierende Diagnose. Ähnliches gilt auch für das gesamte Umfeld. Zumindest ist es aber eine große Herausforderung und an vielen Stellen auch eine große Belastung. Was kann man tun? Wo bekommt man Hilfe und Unterstützung? Alzheimer-Gesellschaften sind da in der Regel eine sehr gute Adresse. Tatjana Rettjer hat sich daher mit Frau Weber-Wilhelm und Frau Krämer unterhalten. Die beiden sind zwei Protagonistinnen der Alzheimer-Gesellschaft Siegen. Bevor das Interview gleich startet, noch ein Hinweis, quasi in eigener Sache. Das wissen Sie selbst, wir befinden uns noch in pandemischen Zeiten und daher können wir leider auch unsere Interviews nicht in einem Präsenztreffen machen. Wir machen das immer noch digital. Frau Rettjer, Frau Krämer und Frau Weber-Wilhelm haben sich daher per Videotelefonie getroffen. Und dies merken Sie vor allen Dingen daran, dass die Tonqualität sehr unterschiedlich ist. Und wir bitten das auch jetzt schon zu entschuldigen, den ein oder anderen Tonaussetzer, der vielleicht dazwischen sein wird. Nun wünsche ich Ihnen aber viel Information mit diesem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Diagnose Demenz stellt Betroffene und ihre Angehörige vor eine große Herausforderung und ist oft durch Unsicherheit und Hilflosigkeit gekennzeichnet. Viele stellen sich die Frage, wie es nach so einer Diagnose weitergehen soll und wo man Unterstützung bekommen kann. Eine Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, sind die Alzheimer-Gesellschaften. Diese gibt es bundesweit und sie unterstützen und beraten Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Bei uns in Südwestfalen kann man sich an die Alzheimer-Gesellschaft Siegen und die Alzheimer-Gesellschaft Hochsauerlandkreis wenden. Heute möchten wir Ihnen die Alzheimer-Gesellschaft Siegen vorstellen und haben die erste Vorsitzende Stefanie Krämer und eine der drei Beraterinnen Brigitte Weber-Wilhelm zu Gast. Hallo Frau Weber-Wilhelm. Hallo Frau Rettjer. Hallo Frau Krämer. Hallo Frau Rettjer.
Sie bieten Beratung für Betroffene und Angehörige an, wenn es um das Thema Demenz geht. Mit welchen Anliegen und Themen melden sich die Menschen bei Ihnen? Und gibt es bestimmte Themen, die besonders häufig angefragt werden? Zu uns kommen Menschen, die selbst von einer Demenz betroffen sind, aber auch Angehörige, Nachbarn, Freunde. In den Beratungsgesprächen bei uns geht es um demenzspezifische Fragestellungen, wie zum Beispiel Angst vor der Diagnose, Situation nach der Diagnosestellung, Krankheitsbild, ja, dann auch Umgang und Kommunikation, natürlich auch Fragen zu herausforderndem Verhalten, aber auch, was mache ich, wenn eine Krise auftritt. Auch häusliche Entlastungsangebote und Betreuungsgruppen und Fragen zur Versorgung in teilstationären und stationären Einrichtungen sind natürlich ein Thema. Als Beraterin haben wir zum einen immer die von einer Demenz betroffenen Menschen im Blick und thematisieren dann hier ganz besonders deren Teilhabemöglichkeiten. Zum anderen sehen wir die Familienangehörigen, die sehr oft sehr belastet und sogar häufig überlastet sind. Deshalb sprechen wir auch die Gesundheitsprävention für pflegende Angehörige an. Die Diagnose Demenz ist für Betroffene mit vielen Ängsten und Fragen verbunden. Was empfehlen Sie Betroffenen in dieser Situation und wie können Außenstehende wie Familie, Verwandte oder auch Freunde unterstützen? Die Diagnose, die wird häufig als Schock erlebt. Sie wird aber auch manchmal durchaus mit einer quasi Erleichterung aufgenommen, weil es jetzt endlich Klarheit gibt. Wir würden uns wünschen, dass die Betroffenen selbst und die An- und Zugehörigen bald den Weg in die Beratungsstelle finden. Informationen über die Krankheit sind jetzt das A und O. Im Beratungsgespräch können die Nöte benannt und Fragen beantwortet werden. Dann geht's natürlich um die nächsten Schritte, um das, was jetzt angegangen und geplant werden kann. Dabei muss die Familie zum Beispiel erkennen, dass sie den Menschen, der an einer Demenz erkrankt ist, nicht entmündigt. Die Schritte müssen gemeinsam gegangen werden. Wir erleben sehr oft, dass ein Beratungsgespräch schon sehr viel bringt. Wir hören dann den Satz: Jetzt können wir auch wieder in die Zukunft schauen. Betroffene und Angehörige können Perspektiven entwickeln. Unsere Empfehlungen sind immer individuell an die Situation angepasst. Hier geht es erstmal darum, herauszufinden, welche Fragestellungen für die Ratsuchenden zentral sind. Also geht es um konkrete Fragen zur Diagnostik oder um den Aufbau eines Hilfesystems? Geht es um Fragen zum Krankheitsbild oder um die Frage, wie teile ich es meiner Umgebung mit? Uns ist eine passgenaue Beratung wichtig und hierfür nehmen wir uns die Zeit, die wir dafür benötigen. Die Selbsthilfe kann zu einem frühen Zeitpunkt eine Unterstützung für die Betroffenen und auch für An- und Zugehörige sein. Ebenso ist der Hinweis auf Schulungsangebote oder auch auf Angebote zur Unterstützung im Alltag, die für viele Ratsuchende hilfreich sind. Wie offen Betroffene und Angehörige mit dem Thema Demenzerkrankung umgehen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Dass zunehmend gemeinsame Beratungen ganzer Familien oder des Betroffenen zusammen mit Angehörigen stattfinden, spiegelt aus unserer Sicht eine Veränderung der letzten 2 Jahrzehnte wider. Demenz ist zwar immer noch ein Thema, welches mit Tabus behaftet ist, gleichwohl finden wir es dennoch zunehmend in der Öffentlichkeit. Also sei es beim abendlichen Tatort-Krimi oder auch als Beitrag in der Tageszeitung. Die meisten Menschen mit Demenz werden von ihren Angehörigen versorgt und begleitet. Die Angehörigen stehen dabei vor besonderen Herausforderungen, wie beispielsweise der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege. Zudem verändert sich die Sprache und das Verhalten von Menschen mit Demenz. Das kann schnell zur Überforderung führen. Welche Tipps haben Sie für Angehörige, die sich um einen Menschen mit Demenz kümmern?
Dazu lässt sich ganz viel sagen. Zum einen ja, die Betreuung, auch die Pflege von Menschen mit einer Demenz ist oft sehr herausfordernd. Für viele Fragestellungen und Problemlagen gibt es gesellschaftliche Antworten, zum Beispiel das Pflegezeitgesetz, aber auch ganz praktische Antworten wie die Angebote zur Unterstützung im Alltag. Ohne Unterstützung geht es meistens überhaupt nicht. Das machen wir deutlich. Wir raten zu einem Netz an Unterstützerinnen und Unterstützern. Und zum anderen, Angehörigen, Freunden, Nachbarn raten wir, einen Kurs zu besuchen oder auch an einer Angehörigengruppe teilzunehmen. Beides sind große Lernfelder. Ich kann noch ergänzen, dass ein offener Umgang mit dem Thema aus unserer Sicht eine Grundlage für eine gelingende Bewältigung der Situation ist. Hierfür braucht es ein offenes Umfeld und ein Wissen um die Veränderungen und aber auch um mögliche Lösungswege. Daher ist uns die Schulung von An- und Zugehörigen ein ganz wichtiges Thema, ebenso wie der frühzeitige Aufbau von Hilfenetzwerken. Die Mitbestimmung der Betroffenen ist uns ebenfalls ein Anliegen. Unsere Angebote der Selbsthilfegruppen können eine wichtige Basis bieten. Frau Weber-Wilhelm, gibt es eine Beratungssituation, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Nicht nur eine. Viele einzelne sind mir in Erinnerung geblieben. Mich berühren zum Beispiel die Gespräche mit Menschen, die gerade die Diagnose erhalten haben und zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern kommen. Mich berührt zu sehen, wie Paare gemeinsam tapfer in die Zukunft schauen, allen Ängsten zum Trotz. Ich freue mich mit den Klientinnen, wenn sie in der Beratung erfahren, wie viele Unterstützungsmöglichkeiten es tatsächlich gibt und sie dann sagen, dass sie das so nicht erwartet haben. Dann denke ich jetzt gerade noch an eine Enkelin, die die Verantwortung für ihre Großmutter übernommen hat. Ihre Eltern hatten kein gutes Verhältnis miteinander, aber eben die Enkelin. Und jetzt kürzlich erst, das ist auch mir noch gut in Erinnerung geblieben oder bleibt mir in Erinnerung, hatte ich eine Beratung über eine Videokonferenz mit 5 Familienmitgliedern. Das war einfach ganz wunderbar. Neben der Beratung bieten Sie noch weitere Angebote an. Was sind das für Angebote und an wen richten sich diese? Zum Beratungsangebot muss man erstmal noch ergänzen, dass wir ein Beratungsangebot in polnischer Sprache anbieten können. Das gibt es auch nicht überall. Darüber hinaus gibt es die Angebote der Selbsthilfe. Also wir haben eine Angehörigengruppe und eine Selbsthilfegruppe für Betroffene in der frühen Phase der Demenz. Und ab diesem Sommer sind wir Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe. Das heißt, wir unterstützen weitere Selbsthilfegruppen. Dem bieten wir Broschüren für Freizeitangebote mit regionalen Angeboten an. Hier möchten wir zur gesellschaftlichen Teilhabe einladen. Diese Broschüren sind immer sehr beliebt und drücken auch was sehr Positives aus. Wir unterstützen das Angebot Tanz mal wieder, die Kulturveranstaltung Blitzmix Varieté. Das ist eine Vorpremiere, die speziell auf die Bedarfe von Menschen mit Demenz abgestimmt ist. Wir beteiligen uns an der Entwicklung des Dementia Care Managements in Siegen-Wittgenstein. Im Rahmen einer großen Projektes der Universität Siegen und der Universität Greifswald findet dieses Projekt derzeit statt. Und wir stellen hier unsere Expertise zur Verfügung. Damit unterstützen wir die Entwicklung von Angeboten, die Teil der Demenzstrategie der Bundesregierung ist. Also es geht um gegenseitige Unterstützung, um Austausch und um Verständnis. Wie können Selbsthilfegruppen Angehörige und Betroffene mit einer beginnenden Demenz unterstützen? Wir haben ja 2 Selbsthilfegruppen. Die Angehörigengruppe ist unverzichtbar, weil sie Familienangehörigen die Möglichkeiten zum Austausch gibt. Das ist eine sehr wirksame Entlastung. Hier lernen An- und Zugehörige voneinander. Also diese Gruppe haben wir seit 1990
Und wir haben da wirklich sehr langjährige gute Erfahrungen. Dann unsere Selbsthilfegruppe für Menschen mit beginnender Demenz. Die heißt Mitten im Leben. Und der Name ist auch Programm. Diese Selbsthilfegruppe bietet ebenfalls die Möglichkeit des Austauschs, aber auch des geselligen, entspannten Miteinanders. Hier sind Vergesslichkeit und Probleme mit der Orientierung kein Problem. Beide Gruppen bieten einen geschützten Raum, in dem man verstanden wird. Wenn Sie im Hinblick auf die Arbeit der Alzheimer-Gesellschaft einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Wenn Sie mich fragen, ich wünsche mir, dass es uns als Alzheimer-Gesellschaft gelingt, neue Angebote für Menschen mit Demenz mit auf den Weg zu bringen, mit anderen. Angebote, die es in unserer Region noch nicht gibt, die noch fehlen. Wir halten das Angebot der demenzspezifischen Beratungsangebote vor und hier wünsche ich mir, dass wir eine gesicherte Finanzierung dafür erhalten. Das ist immer von Spendengeldern im Moment abhängig und da wünsche ich mir noch mal eine Entwicklung. Frau Weber-Wilhelm und Frau Krämer, vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit und das Gespräch. Gerne. Gerne. Dankeschön für das Interview. Vielen Dank, Tatjana. Und auch vielen Dank an Frau Krämer und Frau Weber-Wilhelm. Was nehme ich mit? Beratung und Vernetzung. Das können entscheidende Faktoren sein, dass die Begleitung von Menschen mit Demenz auch zu Hause noch lange gelingen kann. Und auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist mit einer Diagnose Demenz nicht vorbei. Sie haben weitere Fragen? Die Alzheimer-Gesellschaften sind gute Ansprechpartner für Menschen mit Demenz, genauso wie für An- und Zugehörige. Die Kontaktdaten können Sie beim Regionalbüro erhalten. Aus Siegen, aus dem Hochsauerlandkreis und auch von anderen Alzheimer-Gesellschaften, genauso wie Kontaktdaten von anderen hilfreichen Unterstützern. Rufen Sie uns einfach an. 0271 234 178 141. Und nun kommt, wie immer an dieser Stelle, der Veranstaltungskalender. Pauline Volk hat ein buntes Potpourri für Sie zusammengestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn die Pandemiezahlen besser werden, finden immer noch viele Veranstaltungen online statt. Wie im letzten Hörbeitrag berichtet, lädt die Kompetenzgruppe Migration der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz in Kooperation mit Demigrants am 17. Juni zum digitalen Werkstatt- und Netzwerktag mit dem Titel Gemeinsam älter werden in NRW interkulturelle Informationswege zur Unterstützung im Alter ein. Ziel der Veranstaltung ist es, einen gemeinsamen Austausch über die Informationsbedarfe und Informationswege zur Unterstützung im Alter im Kontext von Migration anzuregen und der Frage nachzugehen, wie Informationswege kultursensibel gestaltet werden können. Eine weitere wichtige Veranstaltung ist der erste Kurs der Alzheimer-Gesellschaft Siegen e.V. mit dem Titel Demenz Wissen kompakt, welcher online am Mittwoch, den 16.06. von 16:30 bis 18 Uhr stattfindet. Der Kurs richtet sich an Angehörige von Menschen mit Demenz, Nachbarn und Interessierte. Neben dem Krankheitsbild der Demenz werden auch Informationen zum Umgang mit den Betroffenen vermittelt. Anmeldungen können ab sofort unter info@alzheimer-siegen.de vorgenommen werden. Auch kulturell wird in den kommenden Tagen einiges geboten. Beispielsweise bietet Demetia plus Art Kultur für Menschen an, welche sich an Interessierte mit und ohne Demenz richten. Zu diesen Veranstaltungen zählt zum Beispiel die interaktive Online-Schulung zum Thema Kulturbegleitung für Menschen mit Demenz vom 16.06. bis 18.06.
Neben dieser bietet Demetia Plus Art auch eine Museumsführung für Menschen mit und ohne Demenz zum Thema Das goldene Zeitalter der Malerei an, welches digital und interaktiv vom Netzwerk Wiesbaden angeboten wird. Zudem gibt es einzelne interessante Veranstaltungen, welche Sie unter der Homepage Veranstaltung-Siegen Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz finden können. Zu diesen zählt unter anderem der Vortrag über ausländische Betreuungs- und Haushaltskräfte im Privathaushalt, welcher am 17.06. jeweils von 14 bis 16 Uhr gehalten wird und sich an interessierte Pflegeberaterinnen und Pflegeberater wendet. Dieser erfolgt durch das Regionalbüro Bergisches Land in Kooperation mit dem Pflegewegweiser NRW in Trägerschaft der Verbraucherzentrale NRW. Zu allerletzt möchte ich über den Online-Vortrag Andere pflegen, gut für sich sorgen informieren. Dieser findet am 16.06. um 14 Uhr bis 15.30 Uhr statt und wird von der Referentin Frau Gabriele Thiels, Diplompsychologin, gehalten. Dieser soll eine gute Möglichkeit bieten, pflegenden Angehörigen wertvolle Tipps und Informationen für einen eigenen Weg zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge mitzugeben. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie die Anmeldemodalitäten finden Sie auf der Seite des Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Ebenfalls halten wir Sie dort über aktuelle Veranstaltungen auf dem Laufenden. Vielen Dank, Pauline, für die vielen neuen Informationen. Nachzulesen sind alle Veranstaltungen wie immer auf unserer Homepage und auch im Transkript dieser Folge. Sie fragen, wir antworten. Unser Fachforum für Ihre Fragen. Annalena Krieger hat aufbereitet, was an das Regionalbüro an Fragen herangetragen wurde. Herzlich willkommen zur Rubrik Sie fragen, wir antworten. Zum Glück sieht es ja im Moment so aus, dass durch die Lockerung wieder ein bisschen Normalität in unser Leben einkehrt. Das zeigen auch die neuen Verordnungen. Doch was hat sich genau verändert? Der Qualitätsnachweis für Nachbarschaftshelfer ist nun in NRW bis zum 30. September ausgesetzt. Ebenfalls gilt weiterhin, dass Pflegebedürftige in Pflegegrad 1 den Entlastungsbetrag auch auf sonstige Hilfen erweitern können. Die nicht verwendeten Beträge aus 2019 können noch bis zum 30.06.2021 eingesetzt werden. Auch bei den Leistungserbringern wird die Erweiterung des Leistungsangebots bis zum 30.09.2021 verlängert. Das sind die hauswirtschaftlichen Unterstützungen und individuellen Hilfen im Alltag, die der Aufrechterhaltung der häuslichen Versorgung pflegebedürftiger Menschen dienen und ohne unmittelbaren Kontakt mit der anspruchsberechtigten Person erbracht werden können. Das sind diese Dienstleistungen bis zur Haustür. Außerdem möchte ich Sie in dieser Rubrik auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Dieses betrifft uns alle. Besonders wichtig wird es aber, wenn Menschen keine klaren Entscheidungen mehr treffen können, wie zum Beispiel bei einer Demenz. Viele haben es bestimmt schon erraten. Es ist die Vorsorgevollmacht. Es ist wichtig, die Vorsorgevollmacht oder auch eine Patientenverfügung in einem Gespräch oder in einer Beratung anzumerken. Leider ist die Vorstellung, mein Ehepartner kann automatisch für mich alles entscheiden, noch sehr weit verbreitet. Eine Vorsorgevollmacht sollte man einem Menschen übertragen, dem man vertraut, und sie sollte am besten schon in jungen Jahren gemacht werden. Sonst kann es eventuell passieren, dass eine rechtliche Betreuung angeregt wird, die die Person auch vielleicht gar nicht richtig kennt. Es gibt einige Beratungsstellen, die zur Vorsorgevollmacht beraten. Im Folgenden werde ich Ihnen Beispiele aus unseren Kreisen nennen. In Siegen-Wittgenstein ist das zum Beispiel die Senioren- und Pflegeberatung und einige Senioren-Servicestellen. Im Hochsauerlandkreis der Sozialdienst katholischer Frauen und die kommunalen Pflegeberater oder Pflegeberaterinnen. Im Kreis Olpe ist es der katholische Sozialdienst und die Pflegeberatung des Kreises Olpes. Natürlich können auch Notare zu diesem Thema beraten.
Information über Information. Das haben wir ihnen zu bieten, aber alles merken, das geht natürlich nicht. Aber wie Sie wissen, finden Sie ja alle Hinweise und Veranstaltungen auf unserer Homepage. Oder ich sage es auch gerne nochmal, wir haben ein Transkript für Sie vorbereitet. Das finden Sie auch auf unserer Homepage. Sie haben weitere Fragen? Auch das ist kein Problem. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns südwestfalen@rb-apd.de. Wir freuen uns in jedem Fall, von Ihnen zu hören. An dieser Stelle ein Ausblick auf die nächsten Folgen. Frau Weber-Wilhelm hat es im Interview schon angedeutet, auch pflegende Angehörige sind sehr in die Betreuung und Versorgung einbezogen. Und das gilt ja nicht nur für Angehörige von Menschen mit Demenz. Generell, Menschen mit Hilfe und Pflegebedarf zu unterstützen, kann einem viel geben, kann aber auch eine große Herausforderung sein. Wir widmen uns diesem Thema in den nächsten 2 Folgen. Pflegende Angehörige. Dagmar Langenohl ist die Expertin im Regionalbüro für dieses Thema. Und Sie hören Sie und auch uns alle im Juli wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit ganz viel Sonne und Erholung. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Passen Sie gut auf sich auf. Auf bald und allerherzlichste Grüße. Ihre Charlotte Boos. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und unsere Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf unserer Internetseite www.alter-pflege-demenz-nrw.de.